In dieser Episode rollt ein Topmodel im On Your Magic Studio den lila Teppich aus. Doch vorher müssen Isa und Caro nicht nur klar Schiff machen, sondern den DIY-Experten Julian und Marian zeigen, wo der Hammer hängt. Cheesy, cheesy Barista. In den Anzug, fertig, los! Oh, good morning. Zurück im Studio. Das sieht genauso aus wie gestern. Wurde nichts gestrichen. Wir müssen ja eigentlich noch ein bisschen Farbe reinbringen. Oh, und da haben wir zwei neue Gäste. Wer ist denn das? Hallo. Hi, ich bin Julian. Und ich bin Marian. Und zusammen machen wir Interior-Content. Alter, die sind... Oh, wie erkläre ich das? Bei Julian und Marian war das wie Liebe auf den ersten Blick. Die Zonen, die ihr euch schon überlegt habt, ich habe gehört, dass du gerne Gaming Zone hättest. Mhm. Haben wir mitgebracht und du möchtest natürlich verkaufen. Also, wow. Also du willst cool. Zocken und Spaß haben und du willst Umsatz machen. Wir haben am Anfang alles bezüglich Store besprochen, wie wir es einrichten werden, welche Position wir für welche Zones haben werden. Gaming Zone, Beauty Zone und Kaffee Zone. Ich sag, Kaffee und Kasse ist nur ein Bereich und der muss halt weiter hinten sein wie hier. Hier kommt man ja rein, ne? Was ist das Erste, was man sehen soll? Produkte. Wenn du einen Kaffee trinken auch, willst, ne? Bis dahin musst du 50 Produkte gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das klappt, Leute. Ja, dann. Ja, das sieht cool aus. Ich habe gehört, konzeptiert bunt. Und wir müssen den jetzt mal ein bisschen nach Farbe reinhauen. Geil ist ja immer, wenn das Farbkonzept auch zum Produkt passt. Was verkauft ihr denn eigentlich hier? Schön, dass du fragst. Also wir haben ein eigenes Produkt, was wir rausbringen werden. Und da wird Caro euch natürlich mehr dazu sagen. Wir haben auf jeden Fall einen Liquid Lipstick zusammen kreiert. Okay, das klingt gut. Und Isa, die hat mich in Eisling besucht. Was haben wir da kreiert? Oh, wir haben kreiert? T-Shirt. Das ist noch in Bearbeitung, das T-Shirt. Wir haben keine Ahnung, wie, ich habe keine Ahnung, wie es aussehen wird. Dann kommen hier die T-Shirts hin, hier Make-up, Make-up und dann haben wir alles drin. Hier werden die Männer geparkt. Dann chill ich mit denen und zock da. Und ich mache Geld. Ich belabere das. Oder was? Dieser Raum hat schon auch diese Aura von den beiden. Man fühlt sich hier direkt wohl und angekommen und irgendwie, es macht Spaß hier zu sein. Dann können wir uns nämlich mal die Muster angucken. Geil, das ist richtig cool. Das Julian und Marian hatten ganz viele Farbpaletten dabei. Für die Wände, für die Teppiche, für die Vorhänge. Es ist so ein bisschen edgy, es ist modern. Es ist ein cooler Vibe und ich glaube, wenn man das paart mit coolen Farben, dann kommt hier so eine gute Mischung rein. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, sehr viel Farbe hier reinzubringen, weil der Store hier an sich und das Studio schon sehr clean vom Grundaufbau ist. Ist das Nude? Wenn du ein oranger Mensch bist, dann ist das deine Farbe hier. Ich wusste gar nicht, dass Orange übrigens eine Nude-Farbe ist. Nee, bin ich nicht. Also wenn diese eine Farbe wäre, wäre das für mich so ein Rosa. Ich frage mich aber, ob das daran liegt, dass sie heute diesen Pulli die ganze Zeit anhatte. Die? Genau die hier. Zart, süß, Bubblegum, sowas. Bubble! Bubble Tea. Ja, das ist ein Bubble-Sofa. Ja, magst du Bubble Tea? Ja, ich liebe Bubble Tea. Das können verschiedene Sachen sein. Das könnte auch ein Teppich sein. Ja. Weil für die Zonierung macht es ja total Sinn, dass man auch auf dem Boden sieht, wo ist jetzt eine neue Zone. Ja, aber ich wäre da eher so wahrscheinlich eher ja, hier, neutral. Ne? Weil wenn wir mit bunten Sofas gehen, dass man da eben doch noch ein bisschen Ruhe reinbringt. Caro nämlich war geerdet. Geerdet, stimmt, warm. Ja. In sich ruhend. Warmes Nude geht auch schon so in Richtung Braun, also so warme Erdtöne. So ein Nude-Orange, weil da auch noch so ein Spritzer Farbe, so ein bisschen Feuer, so ein bisschen Licht einfach drin ist. Ja. Vorhangstoffe. Für Umkleiden? Ja. Da würde ich knallig gehen. Ja, wieder Nude. Weil das natürlich dann schon auch als Background nachher ja auch nutzt, dann ist der Hintergrund ja auch super wichtig, dass der einfach ein bisschen cleaner ist. Meine Idee. Ich werfe das nur in den Raum. Eine Seite Nude, innen drin. Wenn du Bilder machst und die andere Seite ist knallig für den Bereich hier. So. Auch geil. Ja, finde ich richtig gut. Und dass sie uns da heute im Store begrüßt haben, war total cool. Und uns da supporten bei der Einrichtung. So, ihr zwei, an die Arbeit. Okay, Chef. Oh. Nein, ist nicht schlimm, hat nicht wehgetan, es ging meinen Haare geklatscht. Aber mach das rein. High five, Isa. Super. Das Workout hätte ich mir heute Morgen sparen können, Leute. Gibt's einen Kaffee? Eventually. Also der Test sagt bestanden und deswegen habt ihr euch eine kleine Überraschung verdient. Überraschungen lieben wir, ja, solange es kein Lip-Sync ist. Das wird ein Fest, Leute. Wer möchte? Dürfen wir es abreißen? Ja. Ein krasser Moment heute war, als wir die Plakate vorne vom Store wir die abgerissen haben. Auf einmal steht da einfach das komplette Logo in Übergröße und es wird auf einmal so real schon wieder. Krass, wir machen das wirklich. Auch erstmal, wie krass die Farben aussehen. Geil, geil, geil. Oh, was ist das denn? Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen Ort persönlich machen.
Zeit für euer erstes DIY-Projekt. Ihr habt 60 Minuten. Julian und Marian wissen, was zu tun ist. Oh, wow. Oh, perfekt. Drehen wir uns um, oder? Yay! Jetzt an die Arbeit, würde ich sagen, oder? So, es wird grün. Oh, das Geräusch. Work smart, not hard. Wir haben Caro und Isa unterstützt bei ihrem Vorhaben und haben mit denen zusammen einen Tisch gebaut mit verspiegelten Acrylglasplatten. Und daraus wurde ein richtig geiler Spiegeltisch. Oder so ein Spiegel-Cube eher. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich habe so vermieden, die mit einem Namen anzusprechen, weil ich manchmal nicht wusste, wer wer ist. Ich habe hier ein Muttermal, wusste ich gar nicht. Und Muttermal fängt ja mit M an. Marian fängt auch mit M an. Get it? You understand? Und Julian, hast du irgendwo ein J? Habe ich nicht. Also passt das, wie ich es gemacht habe? Ja. Du hast es super gemacht, danke. Caro. Sag's bitte nochmal. Professionell wie gut, hast auf einer Skala gemacht. Von 1 bis 10, wie ich gut? Ich würde dir eine 11 geben, tatsächlich. Auf dich bin ich stolz. Ich finde die super cool, weil die machen so DIY-Kram. Ich habe mich richtig gut mit dem verstanden. Isa, hör mal auf zu reden jetzt. Und jetzt okay, so, Isa. Ist jetzt wieder Isa. Unglaublich. Das ist so viel Plastik. Muss ich mal hier gucken? Ja, du versuchst es. Ich finde, die beiden haben das ganz gut gemacht. Beide hatten verschiedene Aufgaben, deswegen kann man es nicht so richtig vergleichen. Und die haben sich beide wirklich gut angestellt. Wirklich gut. Schön. Wenn ihr so DIY-Sachen macht, wie macht ihr das? Beim Arbeiten sind wir tatsächlich super still. Wir sprechen da auch nicht miteinander. Ich glaube, das ist das Geile am Zwillingsein. Dadurch, dass wir sehr, sehr ähnlich denken, denken wir die Prozesse auch gleichzeitig durch. Das heißt, wenn Julian ein Werkzeug braucht, dann weiß ich das vorher schon. Und dann gebe ich ihm das an, ohne dass er mir was sagen muss. Wie gut ist das denn? Einfach Zeitmanagement durchgespielt. Ich bin mal als Kind in so eine Schere reingetreten, nachdem ich gebastelt habe. Deswegen Arbeitsmaterialien immer schön an die Seite legen und diese Cuttermesser immer auch einfahren. Habe ich das gemacht? Hast du nein. Gemacht. Oh, habe ich gemacht. Könnte ich bitte wieder die Schere haben? Schön, dass du sie weggeräumt hast. Ich brauche die noch. Ich arbeite. So. Ja, aber ich habe früher auch voll viel DIY gemacht. Was hast du dann so gemacht? Was hast du gebaut? Ich habe versucht, teilweise Möbel zu bauen. Als ich in Kasachstan bei meiner Familie war, habe ich so einen Wäscheständer versucht zu bauen, so eine Spinne. Ich habe ein kleines Haus für so Kätzchen gebaut, weil Katzen halt draußen immer sind. Weil wenn es kalt ist, dass sie wenigstens eine Überdachung haben. Da war ich halt 12 und es sah halt auch nicht so gut aus. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und das Geile ist ja, es macht ja vor allem einfach Spaß, es zu machen. Ne? Selbst wenn es danach nicht so richtig gut aussieht, es macht einfach Spaß. Ja. Und wann hast du dann angefangen mit Computerspielen? 5. Mein Dad hat erst mal gespielt, ich habe zugeschaut und irgendwann hat er gesagt, ja, jetzt kannst du auch mal. Cool. Weil ich mochte es aber, wenn ich zuschauen konnte und er gespielt hat. Ich weiß nicht, ich habe das voll gefeiert. Ich fand es richtig schade, als er mehr arbeiten musste und keine Zeit mehr dafür hatte, weil ich wollte das unbedingt weitermachen. Later. Wir müssen einfach nur noch jetzt diese Platten hier dran kleben. Und dann sind wir fertig. Ich vertraue dir da. Das solltest du tun. Das ist nämlich auch das Praktische, wenn zwei Leute mitdenken, dann macht man weniger Fehler. Und du hast immer einen Freund und bist nie alleine. Ja, das stimmt. Bei dir ist es, ich stelle mir das so vor, dass das sind Leute zugeschaltet. Du fühlst dich dann wahrscheinlich auch nicht alleine, oder? Nee, fühle ich mich echt nicht. Nee. Es kracht und pfeift. Sorry, du, nee, mach doch euer Ding einfach. Ich wollte dich nur testen, ja, ja. Wie du mit Stress umgehst. Ich kann gut unter Stress arbeiten. Ich unter Stress. Caro, deinen Lifestyle stelle ich mir tatsächlich sehr stressig vor. Ich versuche mich nie stressen zu lassen, versuche aus negativen Situationen immer so das Beste draus zu ziehen. Und ich glaube, ich bin von Natur aus sehr positiv. Meine Eltern, ich meine, die kommen so aus Polen. Die waren immer, obwohl die auch irgendwie Geldprobleme hatten und alles, die waren immer gut drauf. Die haben trotzdem mir immer das Gefühl gegeben, ich habe voll die tolle Kindheit. Die hatten trotz viel Arbeit immer dieses Fünkchen Zeit für mich. Und ich bin denen schon sehr dankbar, dass sie mir das auch gezeigt haben. Als du angefangen hast, das zu machen, hattest du da eine Idee davon, wo es mal hingehen könnte? Nee, gar nicht. Und ich sag mal, so ein Mädchentraum war schon, dass ich irgendwann mal in einer Boutique arbeite. Dass ich natürlich jetzt einen Store habe, dass da meine eigene Mode hängt, ein eigenes Label. Das hätte ich never ever gedacht, dass es so in die Richtung geht. Und würdest du sagen, du ownst deine Magic? Own your magic. Own your magic. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet von dir. Und hast du das jetzt gerade nicht gespürt, dass er das jetzt sagen will? Aber was ich halt voll mag an Caro ist halt einfach, dass ich kenne so viele, die würden sich so dran aufgeilen, dass der Name halt überall steht. Ich meine, stolz drauf sein kann man ja immer, aber dass man sich zu sehr drauf was einbildet, finde ich halt geil, dass es bei dir nicht so ist. Ich mag das richtig. Und ich glaube, dann wird etwas erfolgreich, wenn man halt Dinge aus Passion macht.
und gar nicht geldgetrieben, auch wenn ihr das irgendwie so darstellt. Das Geld ist die Kirsche. Trotzdem haben wir alle angefangen aus einer Passion raus. Und das ist bis heute bei mir so. Also egal, ob ich meine Insta-Stories mache, mache ich, weil ich richtig Bock drauf habe, mit den Leuten zu reden. Ich mache meine Mode, weil ich Bock drauf habe. Wir machen das hier, weil wir Bock drauf haben. Und ich glaube, das macht es halt am Ende aus. Dickes fettes Plus eins. Alles, was du danach sagst, hört sich nicht mehr so gut an. Deswegen sage ich Plus eins. Die Idee von denen war halt richtig cool. Es war halt super günstig, schnell gemacht, sah sehr gut aus. Hat mich so selber ein bisschen inspiriert, vielleicht zu Hause in meiner Wohnung was zu machen. So ein DIY at home. Also ehrlich gesagt habe ich genau so einen Tisch bei mir im Office stehen, habe sehr viel Geld dafür bezahlt. Das ist echt cool. Und das ist bemerkt. Yay! Oh mein Gott! Mega cool. Ey, das sieht echt voll krass cool aus. Danke! Aber würden wir beide als Praktikantinnen annehmen. Mhm. Meanwhile. Hallo, hallo. Mein Name ist Alex Maria Peter. Ich bin das ein oder andere Mal schon durchs Fernsehen gesprungen. Und heute darf ich hier ein bisschen beim Einrichten helfen. Hab auch wirklich nur ein bisschen gemacht. Super entspannte Dame, super offene Dame. Sehr offene Dame. Ich hab ein Geschenk mitgebracht. Super auffallend, super stark als Frau, sehr inspirierend, sehr empowernd. Ich wünschte, ich könnte mir so eine Scheibe von ihr abschneiden. Mann, nee. Also, bist du aufgeregt vom Vorlesen? Nee, also mich schockiert gar nichts mehr. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Matcha war es ja wohl nicht. Macht was draus. Habt ihr Matcha gemacht? Ja, bei mir im Café. Ach, du hast den gemacht und du fandst den scheiße? Mein Matcha war super. Ich mag einfach kein Matcha. Das ist natürlich eine super Grundvoraussetzung. Wir machen einen Drink. Julian, Marian, Besuch ist da. Hallo, hallo. Ich fand's auch super, als Alex uns überrascht hat. Die süße Maus. Kennt ihr euch? Ja, ah, we go way back. Oh, Caro und ich auch. Und wer bist du? Barista für heute. Was ist hier passiert? Wir waren doch gerade nur an der Tür. Wir haben gezaubert. Braucht ihr das im aktiven Store oder kann ich das klauen? Sie ist genauso wie ich. Wir müssen ein bisschen weiter zurück. Gibt's jetzt was zu trinken? Ich wollte schon immer einen eigenen Barista haben. Also habe ich auch eigentlich im Store. Das Tasting hat mir, glaube ich, sogar am besten gefallen. Mhm. Mit Flo, dem Barista. Der hatte coole Flavors dabei. Ja. Ich sehe hier schon Pumpkin Spice. Das hätte ich einmal gerne. Den nehme ich auch. Zwilling sein verpflichtet. Und wer liebt nicht Heißgetränke? Ich persönlich mag ja lieber Kaltgetränke. Also ich hätte gerne was, was nicht heiß ist. Das ist so ein Korea-Ding, Alter. Da ist jeder mit einem Eis Americano rumgelaufen. Und den Bubble-Tee, den machst du auch, ja? Wir haben Kiwi-Matcha und wir haben Blueberry-Matcha. Hast du gehört, Kiwi-Matcha und Blueberry-Matcha? Das ist ganz mein Ding. Unser Coffee-Tasting und Bubble-Tea-Tasting war ein bisschen turbulent. War sehr laut und irgendwie sind wir gar nicht so richtig zum Zuge gekommen. Wir haben den Barista ein bisschen gefordert, ja? Möchtest du deine Gäste selber bedienen? Wer möchte Bubble Tea? Ich habe noch nie warmen Bubble Tea getrunken. Ist der warm? Der ist warm. Ja, lass los, das ist für dich. Hier, ne, trink. Kannst du einen Kakao haben mit einem Shot Cappuccino? Mit einem Shot Espresso, ja. Ja, oh mein Gott, gibt's das? Ich habe halt so gefragt, ob es einen Kakao gibt mit irgendwie Kaffee und er meinte, das gibt's wirklich und das heißt Mochaccino. Macchiato? Mochaccino, yes. Es gibt Mochaccino. Und der war so lecker. Und dann hatten wir noch den Bubble Tea. Willst du einen mal zubereiten? Also ich würde gerne einen kalten Bubble Tea kreieren, bitte. Und da drin kannst du das vielleicht ein bisschen anrühren, das Pulver. Ja, guck mal, aber wir haben jetzt 27 Sachen probiert. Ihr müsst jetzt schon irgendwas hier zum Punkt kommen. Beruhig dich. Nein, ich habe Hitzeballungen. Ich mach dir jetzt den perfekten Bubble Tea kalt. Du nimmst so viel Wasser, wie ungefähr hier reinpasst, also machst du so bis hier. Willst du Blueberry oder Kiwi? Kiwi. Sorry. Schön, dass ich frage. Aber ist da schon der Tee drin? Ich mag das. Probier, das schmeckt nach Kiwi. Ist geil. Mmh. Ja, ist cool. Leicht so ehrlich? Das ist super. Der ist ehrlich geil. Also ist das jetzt der Signature Drink oder wie? Nee, warte, stopp. Nee. Oh. Ich fand Kiwi besser, aber es ist, glaube ich, Geschmackssache. Also es war auf jeden Fall sehr chaotisch, aber im Endeffekt kamen wir auf eine Lösung. Bubble Tea haben wir uns für eine Sorte entschieden. Ja, Bubble Tea Kiwi ist approved. Wie stehst du zu deinem eigenen Bild im Kaffeeschaum? Wer ist das jetzt? Es muss jetzt nicht bei mir daily auf meinem Cappuccino mein Gesicht drauf. Bitte schön für dich. Ich fände es cool, wenn das irgendwie jeden Tag was anderes wäre. Irgendwie so ein süßer Hund oder so eine süße Katze oder so. Oder von Freunden. Wie du schmeckst. Wow. Sehr narzisstisch, mich selber zu sehen in Kaffeewäsche. Ich würde weniger Fotos von mir drauf machen, als meine Mut damit signalisieren. Kaffee kriegst du schon, ich bin gastfreundlich, aber vielleicht dann mit dem Mittelfinger, wenn du mich nervst. Oder mit einem Herz. Kaffee können wir uns jetzt nicht einigen. Die mögen Pumpkin Spice Latte, du findest es wässrig, wir finden Kakao mit Kaffee super. Lass einfach alles machen. Jeder mag was anderes und soll lieber jeder selber entscheiden, der hierher kommt und alles anbietet. Und bei den Heißgetränken muss man mehrere Sorten haben, weil jeder eigentlich was anderes feiert. Ja, wir nehmen alles. Ich mag Mochaccino, Cappuccino, Latte Macchiato, Iced Americano.
Pumpkin. Oh. Da haben wir doch noch eine Lösung gefunden. Aber machen wir uns mal nichts vor. Ich bin ja nicht hier gekommen, um eigentlich Kaffee zu trinken. Ne? Ich habe auch noch ein paar Sachen mitgebracht. Meine Mutter hat mir immer beigebracht, immer Geschenke, wenn man irgendwo eingeladen ist, mitzubringen. Wisst ihr, was beim Store-Opening nicht fehlen darf? Natürlich unser Signature-Lipstick. Habt ihr den schon mal gesehen? Wirklich das finale Produkt? Nein, das finale Produkt noch nie. Ich schon. Unsere Lip Lackers, das war so der krasse Moment. Die Lip Lacker. Unsere Lieblingsshades. Bei mir ist es so ein warmes Nude. Ich hab so einen bräunlicheren Ton. Ich liebe absolut beide Lippenstifte. Nee, entscheide ich mich nicht. Die Kombi, habe ich ja schon festgestellt, ist einfach Hammer. Alex hat natürlich direkt herausgefunden, dass die zusammen richtig gut gehen, diese Farbtöne. Hübsch. Finde ich super. Ja, das ist aber nicht alles, ne? Sondern? Dann habe ich ja noch ein weiteres Geschenk dabei gehabt. Ein Nagellack-Set mit jeder Shade von Catrice inklusive der neuen Shades. Jetzt kommst du. Kann ich den Koffer klauen? Nee, ich will meine Tasche klauen, sehe ich ja schon. Meine Nägel sind schon gemacht, Karos Nägel waren gemacht, Isas Nägel waren gemacht. Deswegen haben wir kurz an Marians Nägel lackiert. Ich glaube, er fand es auch ganz gut. Es gibt eine Rückseite. Oh, Sticker. Die Nagelsticker, die fand ich super. Die fand ich so gut, dass ich die mitnehmen werde. Wer macht welche Hand? Also fühlt sich auf jeden Fall gut an hier. Ey, die Farben sind wunderschön, sage ich euch. Ja, tatsächlich war in der Box auch noch Sticker. Die von Marian besonders toll. Kann ich jetzt draufkleben, bitte? Sag du es mir. Ich habe einen Nagel, der ist lang. Das habt ihr super gemacht. Sollen wir dir das noch versiegeln, damit es nie wieder abgeht? Ich hoffe sehr, dass das Marians neuer Style wird. Wenn nicht, werde ich ihn auf jeden Fall maßregeln, wenn ich das nächste Mal ohne lackierte Fingernägel sehe. Ah ja, die Dry Drops. Das hilft beim Trocknen, oder? Ja, es geht schneller. Ich habe ja noch nie gesehen. Wir müssen erstmal hier so ein bisschen pusten. Vielleicht machen wir so. Oder darf man pusten? Mach mal so. Ja, pusten darfst Pust du nicht. Weil, nicht? Da kommt jetzt? Immer Spucke mit bei und dadurch dauert es sogar länger. Weil du pustest nie ohne Spucke. Durch die Luftfeuchtigkeit. Ach so. Nochmal. Das ist wirklich so. 12 seconds later. Nur noch wenige Wochen, bis das On Your Magic Studio öffnet. Zeigt euren Walk, den ihr auf dem Red Carpet zur Opening Party hinlegt. Ach, du Scheiße. Oh. Und total unvorbereitet, wie ich bin. Habe ich hohe Schuhe in deiner Schuhgröße dabei und in deiner auch. Caro ist eine Catwalk-Personality, die ein Eis würfelt. Man merkt am Anfang so ein bisschen das Unbehagen, aber mit jedem Schritt schaut sie auf. Dadurch, dass ich ja auch Alex kenne und wir jetzt auch hier schon so eine kleine Einheit sind, war es dann einfach so, okay, Augen zu und durch. Was machen wir hier? Du musst jetzt. Let's do it. Komm, Lip-Sync muss ich mich auch sehen. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, ich weiß, Isa hat sich ein bisschen geschämt, aber es war nicht richtig schlimm. Sie hat es versucht, aus sich rauszukommen. Und ich muss sagen, ich erinnere mich noch an mein erstes Mal. Ich war ja beim Laufsteg vor, ich habe ja komplett reingeschissen, jetzt trotzdem gut geredet. Sind wir mal ehrlich, beim Eröffnungstag auf dem Red Carpet wird auch nicht so viel gelaufen. Ich bin aufgeregt. Für mich ist On Your Magic, finde das, was dir an dir selber am wenigsten gefällt und was du nicht an dir ändern kannst, und mache das zu deiner Magie. Are you ready for this? Ich als schwuler Mann hatte vor allem ein sehr großes Issue damit, schwul zu sein. Und das war etwas, was ich halt nicht an mir ändern konnte. Ich glaube, deswegen war auch für dich dieser Catwalk so stark. Und das war so ein On Your Magic Moment. Und ich bin sehr stolz auf dich. Da, okay, reicht jetzt, Leute. Und grundsätzlich bin ich immer dafür, über sich hinauszuwachsen, neue Dinge auszuprobieren. Weil ich finde, nur so Sachen bringen einen auch weiter und zeigen einem auch, dass man vielleicht auch andere Dinge mag oder vielleicht auch woanders gut drin ist und gibt einem auch gewisses Selbstbewusstsein. Das war alles ein Highlight, das ganze Ding ist hier ein Highlight, Leute. Oh. Oh. Danke, dass du da bist. Hey. Danke. 12 seconds later. Ich mach einfach den Anfang. Ehrlich gesagt, ich bin echt gespannt, was das nächste Mal passiert, wenn wir die Tür aufmachen. Müssen wir hier die Wände rausreißen, streichen wir die, machen wir da Tapeten hin? Wo kommt die Gamingbox hin? Und. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch ein bisschen Angst, ein bisschen Respekt, aber vor allem aber freue ich mich und bin gespannt. The next day. Ob es Caro und Isa rechtzeitig zum Store-Opening schaffen, die richtige Portion Magic in ihre bescheidene Hütte zu zaubern? Die Party-Crowd steht jedenfalls schon Schlange.